Und ich wollte mich entschuldigen, dass so lange nichts kam. Egal, jetzt wird's wieder aktiver. Wahrscheinlich! 3 Tage später. Hey. 4 bis 6 Wochen später. Hey! Sehr, sehr, sehr viel später. Hey! Ja, chillt doch, ich bin wieder zurück, also gebt euch das. Viel Spaß. Hier, meine Freunde, herzlich willkommen YouTube zu einem Video mal wieder nach 6 Monaten Pause oder so. Es war mal wieder nötig, ein Video zu machen, wegen der Tonqualität. Ich nehme mir gerade mit dem Gaming-Headset auf. Ja, im Hintergrund seht ihr ein Black Ops 3 Gameplay, erspielt von Birne HD. Sein Kanal werde ich auch mal unten in die Kanalbeschreibung packen. Warum ich jetzt so leise rede, ist, dass ich eigentlich schon alle pennen. Wir haben jetzt kurz vor 1. Ich dachte mir, machst du wieder ein Video und wieso, weshalb ich so lange inaktiv war, das werde ich euch jetzt mal erklären. Nee. Ich hoffe mal, es wird ein kurzes Video. Oder für euch ein extra langes. Ja, wird eigentlich alles angefangen. Also, ich fange mal so an. Im Februar habe ich mir die Xbox One gegönnt. Für 450 Euro hat die damals gekostet. Dann habe ich mir halt noch für 300 Euro Spiele geholt. Ja, YouTube Money und so. Nein, Spaß. Und ja, dann habe ich mir gedacht, Alter, wenn du schon eine Xbox One hast, könntest du rein theoretisch auch mit der Xbox One aufnehmen. Mit meiner Roxio ging es nicht, also brauchte ich eine Elgato. Nächstes Problem, wo bekomme ich eine Elgato her? Ja, dann im Internet habe ich mal geguckt, ist so alte Internet, weiß ich nicht. Ich gucke erstmal hier bei mir. Bin ich zum Mediamarkt gegangen. Leute, geht niemals zum Mediamarkt, wenn ihr was braucht. Ich bin zum Mediamarkt gegangen, ich so, ja, haben Sie eine Elgato? Nö, haben wir nicht. Ich so, können Sie denn zumindest eine bestellen? Ja, wir können eine bestellen. Ja, was kostet die denn? 170 Euro. Ich so, ja, okay, dann bestellen Sie mal und wenn sie da ist, rufen Sie mich einfach an. Ich gebe dir meine Telefonnummer. Ja, ich warte noch heute, dass sie anrufen. Haben sie immer nicht gemacht, die scheiß Assi-Wichser. Ja, ist auch egal, ist der Mediamarkt, was wird erwarten. Gut, aber zum Mediamarkt kommen wir später noch. Oh, ist okay, was machst du jetzt? Ist so, gehst zur Konkurrenz, bin ich zum Saturn gegangen. Haben sie eine Elgato? Nein, haben wir nicht. Können sie bestellen? Das würde 2 Wochen dauern. Ich so, was gibt's noch für Möglichkeiten? Ja, da hat er nachgeguckt und dann meinte er so, ja, in einer Filiale in einer anderen Stadt haben sie noch eine Elgato. Ich so, geil. Nächster Tag, ich war mit meinem Vater dahin. Ich natürlich voll aufgeregt. Bin ich durch die ganzen Dinger da durchgegangen, bis ich endlich bei den Spielen war und dann habe ich den Typen angesprochen. Ich so, ich habe gehört, sie haben noch eine Elgato. Und er so, ja, ich guck kurz mal nach. Er guckt nach, guckt nach, guckt nach. Ich so, scheiße, Alter, Chef, wo hätte ich nicht, was mache ich dann? Und hat er wirklich noch eine einzige hatte da gehabt. Die habe ich mir natürlich direkt geschnappt. Und dann sollte er das umschreiben, weil die wurde billiger gemacht. Da muss ich halt meinen Namen, Adresse und alles so eingeben und ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber der gibt es ein und dann gibt es eigentlich so einen Vorschlag. Das heißt, er erkennt eine Stadt oder er erkennt meinen Namen, ich ja schon mal registriert wurde und ich wurde ja schon mal registriert, weil ich da Handyverträge habe. Auf jeden Fall gibt er meinen Namen ein. Ich weiß nicht, was er da eingegeben hat. Auf jeden Fall kam was komplett Falsches raus. Meine Straße war komplett falsch geschrieben, mein Name war komplett falsch geschrieben. Ich weiß nicht, wo der Typ seinen Abschluss gemacht hat. Die Logik ist ja, wenn du selber eine Bewerbung dahin schreibst, du wirst abgelehnt. Wahrscheinlich können sie die Bewerbung nicht mal lesen. Egal, ist genug davon. Dann habe ich halt da meine Elgato gehabt. Total happy und so. Ah, übrigens, die an der Kasse war mega süß. Ja, aber sie war ein bisschen arrogant, aber ist ja egal. Auf jeden Fall war ich dann zu Hause. Hab die Elgato angeschlossen an den PC. Ja, nächstes Problem. Ich habe das Programm installiert aus dem Internet und es hat einigermaßen funktioniert und dann hat es, während ich aufgenommen habe, hat es immer abnormal gelaggt. Es hat abnormal gelaggt. Ich so, hey, was kann das sein? Bin ich auf Google gegangen, was heutzutage jeder macht, habe geguckt, woran kann es liegen, woran lag's. Mein PC war zu schlecht. Ich so, yeah. Und das war der Zeitpunkt, in dem ich mir überlegt habe, gibst du nochmal richtig viel Geld aus und machst somit mit YouTube weiter oder... Du gibst die ganze Scheiße einfach aus und keine Ahnung, löscht den Kanal oder so. Und da habe ich wirklich, ich habe wirklich lange drüber überlegt und habe mir gedacht, Alter, YouTube macht dir so viel Spaß. Auch wenn du jetzt nicht 2 Milliarden Abonnenten hast, aber es ist mir eigentlich relativ egal. Du machst weiter mit YouTube, weil du hast richtig Spaß daran und ihr merkt es jetzt selber. Ich hab wieder richtig Bock zu kommentieren und so, auch wenn es jetzt momentan ein bisschen unsicher klingt. Aber ich habe auf jeden Fall richtig fett Bock und ja, dann habe ich halt mir einen Gaming-Laptop geholt. Fünf paar Flocken. Ja, dann kam das nächste Problem. Und zwar, ich habe mir den PC geholt. Der kam dann auch kurz darauf an. Und ich so, ja, mach's PC an. Let's go, das Beast. Nope.
Ich mach ihn an, es war kein System, Betriebssystem drauf, so. Und ich so, scheiße, empfohlen wurde Windows 7. Ich so, okay, dann gehst du halt in den Laden rein, holst dir Windows 7. Wo bin ich hingegangen? Zum Mediamarkt. Ich so, geil, gehst zum Mediamarkt, ey, haben sie Windows 7? Also wenn es da nicht mehr liegt, dann haben wir es nicht mehr. Dann gehen sie am besten mal zur Info. Ich bin zur Info gegangen, ich so, haben sie Windows 7? Liegt's da nicht mehr? Ich so, was soll so eine Frage? Das ist so eine unnötige Frage, wie wenn ich einen Kollege fragt, soll ich mal ganz ehrlich zu dir sein? Nein, Mann, lüg mich bitte an. Ach, ich so, ja, haben sie Windows 7? Nein, haben sie nicht. Ja, das könnten wir aber bestellen. Nein, mit bestellen habe ich schon meine Probleme gehabt. Aber wir haben Windows 10. Ich so, was soll ich mit Windows 10? Ja, wann kommt denn bei Ihnen Windows 7 wieder rein? Ja, es ist bestellt. Aber ich meine ja so, wenn ich was verstelle, wenn ich was bestelle, dann weiß ich ganz genau, wann es ankommt. Und die wussten es nicht. Ich denke mir so, okay, egal. Was habe ich dann gemacht? Ich bin dann zum Saturn gefahren. Erste Wahl immer Saturn. Ich bin zum Saturn gegangen. Natürlich zu der Abteilung. Windows 10, Windows 10, Windows 10, Windows 8, Windows 8. Ich so, scheiße, die haben kein Windows 7. Ich war schon in Tränen da. Oh mein Gott, wir haben kein... Nee, egal. Auf jeden Fall habe ich dann alles so durchgeguckt und was war? Es gab noch Windows 7 Professional. Und Windows 7 Home Premium. Also habe ich mir Professional geholt. Hat vorher 150 gekostet, habe ich für, ich glaube, 80 bekommen. Ne, 90 habe ich dafür bezahlt. Richtig nice. Richtig nice. Und dann war ich halt zu Hause, habe es installiert, hat also super funktioniert. Dann habe ich mir letztens noch ein Aufnahmeprogramm geholt, das heißt, wie heißt das eigentlich? Keine Ahnung, ich glaube, es heißt Movie Plus X6. Ist laut Angaben besser als Sony Vegas und ja, ich bin gerade noch in der Testphase, es auszuprobieren. Wenn ihr dieses Video sehen würdet, hat alles funktioniert. Und ja, was gibt es eigentlich noch so Neues? Genau, hier ist ja im Hintergrund, seht ihr die Black Ops 3 Beta. Gespielt hat der Typ mit der Razorback oder wie die heißt, keine Ahnung. Und später kommt die Manowar, heißt sie. Ich habe zwar ein paar Streams geguckt mit Black Ops 3, aber so wirklich sagen kann ich dazu noch nichts. Aber ich freue mich auf jeden Fall drauf, wenn es im November rauskommt. Und ja, es sieht natürlich ein bisschen aus wie AW. Vom Movement finde ich es eigentlich ziemlich geil, ist es geworden. Die Waffen sehen auch ziemlich nice aus. Auch wenn mal wieder, es heißt ja, dass die M8 eine OP-Waffe wäre, aber naja, schauen wir mal. Lass uns überraschen, solange es nicht so schlimm wird wie andere Spiele, wie Ghosts oder so. AW finde ich eigentlich ziemlich geil immer noch. Zocke ich momentan immer noch sehr, sehr aktiv. Und ja, was gibt's denn noch so Neues? Ja, ich habe vorhin, war ich mit einem YouTuber auf dem TS. Und habe da ein bisschen geschnackt und ich bin jetzt, also ich weiß nicht, also ist vielleicht schon offiziell, in einem Clan drin. Und zwar in dem Absolut Gaming Clan, der ist von der Zimtzicke. Und ja, da bin ich als Commentator zuständig und werde wahrscheinlich noch für Xbox One ins Team gehen. Auch wenn ich jetzt kein Tier bin. Ich habe ihr gesagt, dass ich jetzt eher so Teamspieler bin und nicht so auf Gameplays schwitze. Darauf hat sie gesagt, ich wäre No Hand. Ich hoffe, es war Sarkasmus. Aber ich bin nicht der beste COD-Spieler, das muss man zugeben. Aber mir macht es halt Spaß. Und ja, deswegen mache ich als Commentator und ich hoffe, ich werde mich da gut schlagen. Und ja, was gibt's dazu noch zu sagen? Eigentlich nichts. Mich würde es mal interessieren, wie ihr reagiert habt, als ihr gesehen habt, dass ich mal wieder ein Video hochgeladen habe. Vielleicht sah es ja etwa so aus. Sorry, das muss so sein. Auf jeden Fall werden dann in nächster Zeit auch hoffentlich Videos von mir kommen, die von mir erspielt sind. Das liegt jetzt eigentlich nur an Alex, dass er endlich mal die Elgato rausschickt. Die habe ich ihm ja gegeben, als ich mir noch nicht sicher war, ob ich mit YouTube weitermache oder nicht. Naja, ich würde mich auf jeden Fall über ein bisschen Feedback von euch freuen, ob ihr euch freut, dass ich wieder da bin. Und ja, am besten bewertet ihr das Video mit einem Daumen hoch, Daumen runter, damit ich Bescheid weiß, ob es die richtige Entscheidung war, weiterzumachen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt was in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, euer Artega und ciao. Ach, ich wollte euch noch was sagen. So unter uns jetzt. Ich war ja bei der Telekom, ne? Und die haben mir gesagt, ey Dominik, mehr als 6K ist nicht möglich. Also ich habe jetzt rausgefunden, dass ich 6K habe. Mehr als 6K ist nicht möglich. Ich war jetzt noch nicht da gewesen.
Und ich habe einen neuen Vertrag ausgehandelt. Und zwar bekomme ich bald 50.000er Leitung. Und wisst ihr, was das bedeutet? Ich habe wirklich geplant. Ich habe es wirklich geplant. Ich werde vielleicht, wenn Interesse besteht, oder auch wenn kein Interesse besteht, werde ich es machen. Livestream. Ich habe richtig Bock, live zu streamen. Aber es liegt jetzt alles noch an Elgato, ob alles funktioniert. Bis jetzt hat nicht wirklich alles reibungslos funktioniert. Ich hoffe, dass es diesmal einigermaßen klappen wird. Und ich würde mich darüber mega freuen, wenn ein paar von euch zuschauen würden. Und ja, jetzt sehe ich ja, wer treu geblieben ist und wer nicht. Ich habe zwar ein paar Abonnenten verloren, aber wie gesagt, Abonnenten sind nicht alles. Mir geht es eher darum, Leute zu unterhalten, Leute zum Lachen zu bringen. Und ja, ich laber jetzt nicht weiter um heißen Brei. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video, Leute. Ich hoffe, ihr seid dabei. Haut raus, euer Tegal und tschüss.